Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, heute an diesem sonnigen Sommermorgen zum Gottesdienst hier. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie von zu Hause aus mitfeiern. Und schön, liebe Familie Imbery und lieber Leon, dass du da bist und eine ganze Herde voll Erwachsener hinter dir hergezogen hast. Schön, dass du da bist. Er guckt mich ganz groß an, Sie können es nicht sehen. Er wird in diesem Gottesdienst getauft werden und ich will schon mal auf nach den Gottesdienst hinweisen. Wir werden ja heute die jährliche Gemeindeversammlung haben und ich möchte schon hier und jetzt dazu einladen, dann auch dazu hier zu bleiben. Und ich lade ein, dass wir jetzt fröhlich miteinander einstimmen und singen: Ich singe dir mit Herz und Mund. Im roten Gesangbuch die Nummer 324, Strophe 1 bis 3. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Wir wollen heute gemeinsam den Psalm 46 in einer Kinderversion beten und dazu wird mir die Elisa Jenne helfen. Und Sie sind gebeten, den Kehrvers, den Sie auch auf der Leinwand angezeigt sehen, immer gemeinsam zu beten. Elisa ist bei mir in der dritten Klasse in der Schule und ich weiß, dass sie das sehr gerne macht und ich freue mich, dass sie das so gerne macht. Und wir beginnen gemeinsam und beten: Geborgen ist mein Leben in Gott, er hält mich in seinen Händen. Manchmal habe ich Angst, ich bin ganz allein. Wer ist da, der mich tröstet? Geborgen ist mein Leben in Gott, er hält mich in seinen Händen. Manchmal bin ich sehr traurig, oft weiß ich nicht, warum. Wer ist da, der mich in seinen Arm nimmt? Geborgen ist mein Leben in Gott, er hält mich in seinen Händen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass niemand mich leiden mag. Oft mag ich mich selbst nicht. Geborgen ist mein Leben in Gott, er hält mich in seinen Händen. Manchmal bin ich feige. Ich traue mich nicht, den Mund aufzumachen. Ich habe nicht den Mut, das Rechte zu tun. Wer ist da, der mir hilft? Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Manchmal habe ich Angst vor dem Sterben.
Ich versuche mir das vorzustellen. Wer ist da, der mich in dieser Angst begleitet? Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Er ist für mich da. Er hat mich lieb. Nehmen Sie alle wieder Platz. Liebe Familie Imberi, liebe Gemeinde, wenn wir jetzt gleich den kleinen Leon taufen, dann ist das alles andere als unsere tolle Idee. Nein, Jesus Christus hat uns quasi als letzter Wille aufgetragen, wenn er kurz vor seiner Himmelfahrt sagt, gehet hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir bringen unser aller Freude darüber, dass der kleine Leon geboren ist, so gesund und fröhlich auf die Welt gekommen ist und dass ihr, liebe Familie Imberi, ihn heute zur Taufe bringt, dadurch zum Ausdruck, dass ich die Kinder vom Kindergottesdienst jetzt bitte, nach vorne zu kommen und den Taufstein schön zu schmücken. Und wenn ihr genau guckt, steht da unten ein Körbchen, da hat's rote Herzchen drauf und ich weiß, im Körbchen sind Blüten. Und wie ich gehört habe, sind die sogar von der Uroma ihrem Garten. Und die wollen wir jetzt gemeinsam an dem Taufstein oben drauf legen. Helft ihr mir? Kommt mal. Ich brauche euch nämlich noch ein bisschen weiter, aber keine Angst, ist alles ganz einfach, was wir hier machen. Wir taufen mit Wasser, Blumen und Tiere, die brauchen alle Wasser und können ohne Wasser nicht leben. Wir alle wissen auch, Wasser reinigt, wir spülen damit den Schmutz ab und fangen neu an, sind nicht festgelegt auf die Vergangenheit, wenn man das Abspülen, das Wegspülen auch im übertragenen Sinn sieht. Aber im Wasser kann man natürlich auch ertrinken. Aber Täuflinge, wenn die auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden, dann ist das, wie wenn man mit Christus untertaucht und dann aber auch wieder auftaucht. Und Jesus ist uns vorangegangen im Leben wie im Sterben und das ist unsere große Hoffnung, dass wenn wir getauft sind und wenn wir glauben, dass wir dann mit ihm durchs Leben gehen können, durch alle tiefsten Täler und hin zu den höchsten Höhen bis zuletzt in Himmel selbst. Und deshalb, liebe Kinder, wer hilft mir denn mal, das Taufwasser einzugießen? Okay, alle drei aufgehört. Machen wir mal zusammen. Schaut mal. Da ist es drin. Jetzt kommt mal her, so viele wie möglich. Ja, wer ist denn die Kleinste? Dann kann ich dich noch halten, dann machen wir das gemeinsam. Jetzt fasst mal mit an und dann gucken wir mal. Ah, da
kommt's. Hören Sie es? Schönes Gefühl, wenn Wasser so plätschert. Prima. Und jetzt noch ein letztes, kommt mal noch mal vor. Kinder werden ja auf einen Namen getauft. Und das Tolle ist, dass dieser Name nicht nur uns bekannt ist, sondern dass Gott alle unsere Namen kennt. Und dazu gibt es ein Lied, Elisa, du kennst es schon, weil ich es am Donnerstag in der Schule gesungen habe. Dazu gibt es tolle Bewegungen. Und ich weiß, dass Erwachsene sich nicht so gern bewegen. Aber ich weiß, dass Kinder sich ganz gerne bewegen. Und ich weiß, Erwachsene können lesen. Und deshalb denke ich, wir machen das jetzt mal zusammen. Ihr Job ist, auf jeden Fall zu lesen, im besten Fall zu singen. Euer Job ist, mit mir die Bewegungen zu machen. Und zwar geht es so. Das Lied heißt, Schwappdidu, Gott kennt meinen Namen. Schwappdidu, er weiß, wer ich bin. Schwappdidu, Halleluja, Amen. Er liebt mich, so wie ich bin. Und jetzt die Bewegungen. Kinder, das geht so. Ihr müsst euch eine Badewanne vorstellen. Und da springt ihr hinein und dann macht es Schwappdidu, Gott kennt meinen Namen. Okay? Und dann bei dem zweiten Teil heißt Schwappdidu. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Halleluja, Amen. Das können Erwachsene, glaube ich, noch ein bisschen besser wie Kinder. Deshalb sind sie einfach eingeladen, mitzumachen. Hanna Heike spielt es uns mal vor. Und dann singen wir, und wir singen es 2-3 Mal so lang, bis wir es im Kopf und noch am besten auf dem Herzen haben, dass Gott unsere Namen kennt. Jetzt hätten Sie mal den Blick vom Leon sehen sollen. Der braucht noch ein bisschen. Das müssen wir ihm, glaube ich, noch ein paar Gottesdienste lang vorsingen. Oh, jetzt ist er nicht so amused. Aber ganz herzlichen Dank. Ihr habt ganz toll mitgemacht. Und Sie alle auch. Ganz toll. Und jetzt müssen wir den Leon natürlich auch taufen. Und wir taufen ihn auf unseren christlichen Glauben hin. Und deshalb bitte ich Sie alle, sich zu erheben und dass wir uns gemeinsam bekennen zu unserem Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ihr dürft, wenn ihr wollt, auch wieder an eure Plätze. Ja? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn.
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte die Gemeinde, sich jetzt wieder zu setzen, und die Eltern und Paten bitte ich, stehen zu bleiben. Liebe Eltern, liebe Paten, in der Taufe nimmt Gott den kleinen Leon als sein Kind an und schenkt ihm ewiges Heil. Und das will im Glauben festgehalten und ergriffen werden. Und dabei sind Kinder und so auch der kleine Leon angewiesen auf seine Eltern, seine Paten, seine Omas und Opas und übrigens auch die ganze Gemeinde. Aber ich möchte jetzt Sie fragen, liebe Eltern und Paten, seid ihr bereit, das Eure dazu zu tun, dass der kleine Leon auch im Glauben wächst und reift und diese Taufe für sich persönlich auch als sein eigenes annimmt? Fragen, seid ihr dazu bereit? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Gott stärke euch und schenke zu eurem Wollen das Vollbringen. Und so möchte ich Sie jetzt bitten, zum Taufstein zu kommen, und wenn ihr Kinder noch mal kommen wollt und genau gucken, dürft ihr gerne vorkommen. Der Leon wird jetzt getauft. Kommen Sie ein bisschen näher. Leon Imbery, ich taufe dich im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der himmlische Vater, hat dich geschaffen, gebildet im Bauch deiner Mama. Er lasse dich wachsen und reifen, auch im Glauben. Er schütze und bewahre dich dein ganzes Leben lang und lass dich groß werden im Glauben und in der Hoffnung und in der Liebe. So segne dich, Leon, Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Der Leon hat einen Taufspruch aus dem ersten Buch Mose, wo es heißt: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Was für eine Verheißung, die weit über ihn persönlich hinausgeht. Ich freue mich sehr, dass Leon nicht nur Eltern, sondern auch zwei Paten hat. Ein Gotti und ein Geddi, wie ich inzwischen gelernt habe. Ich muss dazu sagen, so ein Zweitklässlerkind kam ganz zu Beginn meiner Zeit hier zu mir her und sagt: Du kennst meine Gotti. Da denke ich, ach du liebe Zeit, was soll denn das sein? Irgendeine alte Oma, dachte ich, eine Gotti. Und dann war es die kleine Nichte von der Rebecca Bernick. Und das ist natürlich alles andere wie eine alte Omi, die Rebecca Bernick. Aber jetzt weiß ich, eine Gotti und ein Getty. Und die heißen in diesem Fall Marc Imbery und Angelika Büchtemann, Geschwister der Eltern. Schön, dass Sie diese Aufgabe übernommen haben. Gott segne Sie dabei. Und jetzt dürft ihr Kinder mit der Kirche Kerze euch hier vom Gottesdienst verabschieden. Sie dürfen sich erst kurz setzen und wir begleiten die Kinder mit dem Segenslied oder mit dem kleinen Liedruf. Das wünsche ich sehr, dass immer einer bei mir wäre, der lacht und spricht, fürchte dich nicht, in Kindergottesdienst.
Und jetzt beten wir noch für den Leon und dazu bitte ich Paten und Großeltern nach vorne zu kommen. Lieber Gott, wir bitten dich, dass immer Menschen bei Leon sind, die ihn annehmen, wie er ist, die ihn lieben, denen er vertrauen kann, die für ihn da sind, die ihm helfen und dass auch er lieben lernt mit seinem ganzen Herzen. Hilf, dass er ein erfülltes, glückliches, gesundes und geborgenes Leben führen kann. Lieber Gott, wir bitten dich, lass Leon lernen, mit seinen eigenen Augen zu sehen und mit seinen eigenen Ohren zu hören, dass er seine eigene Meinung bildet und sich nicht vom Bösen beeinflussen lässt, dass er für Überzeugungen mutig eintritt und seinen eigenen Weg finden wird. Schenke Leon viele gute Gedanken und ein Herz, das überströmt ist voll Freude und Fähigkeit, diese Freude weiterzuschenken. Lieber Gott, wir bitten dich, gebe Leons Leitern und Paten die Stärke und Kraft, Schwierigkeiten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie hoffnungsvoll zu überwinden. Guter Gott, bitte beschütze unsere Kinder bei jedem ihrer Schritte im Leben. Lass sie deine Zuneigung spüren und sei ein treuer Begleiter auf ihren Wegen. Lieber Gott, wir bitten dich für alle Kinder, die auf der Schattenseite des Lebens sind. Schenke ihnen ein Licht, das ihnen sagt, dass sie geliebt und angenommen sind. Schenke allen Kindern die Hoffnung und das Vertrauen, dass du für uns Menschen da bist, sodass sie einst selbst sagen können, ich glaube an dich. Lieber Gott, und danke, dass du unser Gebet erhörst. Und nicht nur das, du hörst nicht nur, sondern du segnest uns auch. Und so wollen wir jetzt die Eltern von Leon segnen. Gott, der himmlische Vater hat euch dieses kleine Kind, den Leon, geschenkt. Er segne, behüte und bewahre euch. Schenke euch Weisheit in allen Entscheidungen, was die Erziehung und das Großwerden des kleinen Leon betrifft. Und schenke euch seine Liebe ins Herz, füreinander, für den Leon und auch für unsere ganze Welt. Gott, der himmlische Vater, segne euch, behüte euch und bewahre euch alle Tage bis an der Weltende. Sich setzen. Während wir jetzt ein Tauflied aus dem neuen Liederbuch singen, hänge ich den Tauffisch auf und überreiche auch die Urkunden. Und Sie sind herzlich eingeladen, dieses Lied zu singen. Das wird Ihnen vielleicht nicht so sehr bekannt sein, aber es hat einen ganz tollen Text und eine fröhliche, beschwingte Melodie. Thank you.
hören die Schriftlesung am zweiten Sonntag nach Trinitatis aus Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Das Gleichnis vom großen Festmahl. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus: Glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus antwortete: Ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen: Kommt, jetzt ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte: Ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener: Lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Da sagte der Herr zu ihm: Geh hinaus aus der Stadt auf die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute, dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch: Keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Liebe Gemeinde, der Text der Schriftlesung ist heute auch der Predigttext. Und jetzt stellt euch vor, stellen Sie sich vor, es gibt ein Fest und keiner kommt. Keiner geht dahin. Stellt euch vor, liebe Imberis, ihr feiert heute Taufe und gestern Abend ruft an, einer nach dem anderen: Ich kann nicht, aus verschiedensten Gründen. Da gehen die Mundwinkel runter. Geht gar nicht, oder? Von so einem merkwürdigen Fest spricht heute das Gleichnis vom großen Festmahl. Ein Gastgeber hat ein gigantisches Fest vorbereitet, aber er bleibt auf seinen Köstlichkeiten sitzen. Alles, was er aufgefahren hat, kein interessiert's. Total enttäuschend. Die Gründe für die Absagen scheinen zunächst durchaus nachvollziehbar. Der erste verweist auf seine Arbeit. Ohne Job geht alles hopp. In Krisenzeiten sowieso. Der zweite berichtet von seinem Acker: Wer nicht sät, kann auch nicht ernten, die Pflicht geht vor. Und der dritte hat die große Liebe gefunden. Ach, wie schön, da kann man ja auch nichts dagegen sagen. Wenn das kein stichhaltiges Argument ist, man muss halt einfach Prioritäten setzen im Leben und deshalb auch mal Nein sagen. Und dem ist wirklich so, man kann nicht immer Ja sagen. Entscheidungen sind wichtig. Und wer Ja sagt, sagt auch immer Nein. Zum einen Ja, zum anderen Nein. Heute hört man immer wieder von der Kunst der Lebensführung und von der sogenannten Work-Life-Balance. Gefragt ist da Entschlossenheit, Wichtiges und Richtiges im Leben voneinander zu unterscheiden und Entscheidungen zu treffen. Und es stimmt ja, wir haben unendlich viele Wahlangebote und jetzt im Sommer, in diesen Wochenenden, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Feste auch hier in Bötzingen gleichzeitig stattfinden. Man kann nicht überall hingehen. Was hat Vorrang, was stelle ich zurück, wofür entscheide ich mich und was lehne ich lieber ab? Und wer sein Leben nicht nur so dahin plätschern lassen will, sondern
wer es planen und gestalten will, der muss entscheiden. Und dann kann man eben nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Jesus erzählt dieses Gleichnis und hat dabei nicht irgendein Fest im Blick. Es ist ja ein Gleichnis. Es geht um das sogenannte große Abendmahl. Es geht ihm dabei um die Ewigkeit, um jenes Fest am Ende aller Zeiten in Gottes neuer Welt. Und da möchte uns Gott dabei haben, bei diesem Fest. Und eigentlich doch was Wunderschönes, oder? Ehrlich, was, wenn er uns nicht dabei haben wollte, wenn er uns nicht einladen würde? Ich möchte da gar nicht weiter drüber nachdenken, aber das wäre schrecklich, wenn sich Gott zurückzieht und sagt, ach, ich habe schon genug, es reicht. Im Gleichnis bittet der Gastgeber seinen Knecht, die Geladenen hereinzubitten mit den Worten, kommt, denn es ist alles bereit. Das sind diese Worte, die wir immer hören, wenn wir Abendmahl feiern, was wir heute leider jetzt nicht auch noch tun können, neben Taufe und Gemeindeversammlung. Die drei ursprünglich eingeladenen Gäste ließen sich entschuldigen. Sie haben ihre Wahl getroffen, und zwar gegen diese Einladung, weil sie Wichtigeres zu tun hatten. Und das ist bis heute so. Für viele Menschen sind andere Worte, andere Feste, andere Werte wichtiger als der Ruf in die Nachfolge Jesu und die Teilhabe am Reich Gottes. Ob das dann die Karriere ist, der alles andere untergeordnet wird, etwa, tut mir leid, mein Herr, aber ich bin im Beruf bis über beide Ohren zugedeckt, vielleicht habe ich anders mal einen Termin frei. Oder das Streben nach Besitz, tut mir leid, mein Herr, aber ich muss für meine Zukunft sorgen und meine Rente absichern. Später habe ich vielleicht auch noch Zeit für dich. Oder ob es die große Liebe ist. Tut mir leid, mein Herr, aber wir sind gerade so glücklich. Außerdem denken wir an Familie. Ich hoffe, du verstehst, dass wir dafür jetzt keinen Kopf haben können, auch noch. Solche Gründe scheinen sehr einleuchtend zu sein. Anderes ist wichtiger, anderes hat Vorrang. Und doch haben alle diese Menschen die wahre Bedeutung der Einladung Jesu nicht verstanden. Es geht nicht um ein Fest irgendwann mal irgendwo im Himmel und es ist noch lange hin. Jesus lädt uns ein für ein Fest in Zeit und Ewigkeit und das beginnt eben nicht mal erst irgendwann mal, sondern das Reich Gottes und sein Fest beginnt schon hier und heute. Er lädt hier und heute ein. Und es ist eine Ehre, eingeladen zu sein, auch wenn das viele Menschen gar nicht so erachten. Aber es ist eine Ehre. Was, wenn Gott das nicht täte, wenn wir uns das mal vorstellten, dann wird es wieder richtig wichtig. Und vielleicht kennen Sie auch, dass es ein Fest gibt, zu dem Sie eigentlich denken, da hätte ich auch dazugehört und nicht eingeladen worden sind. Das verletzt. Wenn Gott alle Menschen einlädt, dann wirkt das manchmal so billig, aber es ist nicht billig. Es ist eine einzigartige Einladung an jeden Menschen. Und wenn wir so einen kleinen Leon heute vor Augen hatten, dann wird das deutlich. Er ist noch ganz jung, 9 Wochen, gell? 9 Wochen, oder? 14, okay. Also immer noch relativ jung. Er hört es natürlich jetzt noch nicht bewusst, aber vielleicht hört er das heute zum ersten Mal. Viele unter uns haben das schon 100.000 Mal gehört und damit wird es halt irgendwie anscheinend fahl. Aber es ist eine Ehre, von Gott eingeladen zu sein. Und vielleicht können wir unter diesem Hintergrund auch verstehen, dass es für Gott eine große Enttäuschung ist, wenn dieser Einladung nicht entsprochen wird. Und er wird sogar zornig in diesem Gleichnis. Seine Erwartungen wurden bitter enttäuscht, seine Vorfreude auf jeden einzelnen Gast wurde jäh enttäuscht und ist zerplatzt. Ein liebevoll gemeintes Angebot wurde in den Wind geschlagen. Klar, wenn jemand eingeladen ist, hat jeder die Entscheidung und keiner muss kommen. Jeder muss sich entscheiden, ob er kommt oder nicht. Und die Gäste lassen im Gleichnis den Festherrn sitzen. Und so zornig er auch im ersten Moment ist, er bleibt nicht bei seinem Zorn und schmeißt alles zum Fenster raus, was er vorbereitet hat. Nein, er schickt seinen Knecht einzuladen, wer da gerade so vorbeikommt, die Hergelaufenen, diejenigen,
die im ersten Moment nicht eingeladen waren. Und in der Parallelstelle bei Matthäus, wo es mehr um den Vergleich Juden und Heidenchristen geht, ist eindeutig, dass das ursprüngliche Gleichnis auf die Judenchristen, auf die Juden, die noch keine Christen waren, gemünzt war. Und wir wissen, viele Juden haben Jesus nicht als Herrn und Heiland anerkannt. Und deshalb wendet sich jetzt das Gleichnis und Jesus anderen zu. Und Gott sei Dank, sonst wären wir alle gar nicht eingeladen. Aber klar ist auch, jeder, der diese Einladung ausschlägt, wird am Ende nicht dabei sein. Wird am Ende am Tisch des Herrn nicht mitfeiern. Wer die Einladung zurückweist, wird das Brot des Lebens nicht schmecken. Das sind klare, deutliche Worte und vielleicht auch heilsam erschreckende Worte. Nicht mehr die Satten, nicht mehr die Umtriebigen, bei denen sich alles um Arbeit, Geld und Liebe dreht, werden nun eingeladen, sondern die Erfolglosen, die den eigenen Erfolg vor Gottes Lebens, nicht mehr die Erfolgreichen, die den eigenen Erfolg vor Gott vorweisen und sagen, ich habe schon genug, sondern die anderen, die auf der Schattenseite stehen, die an ihren Grenzen leiden oder leiden müssen, die schon damals auf den Straßen und Gassen zu finden waren, wie es auch heute leider sehr viele Menschen sind. Es gibt keine Voraussetzungen für diese Einladung mehr. Alle dürfen kommen, ob reich, arm, jung, alt, krank, gesund, erfolgreich oder abgewiesen, mit Schuld beladen, mit Fehlern oder mit Schwächen. Wir dürfen kommen, aber wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Gott macht uns zu neuen Menschen, wenn er uns vergibt und uns ans Herz nimmt. Und interessant, die Verachteten kommen gern. Sie kommen, glaube ich, auch weil sie Hunger haben, aber weil sie noch zutiefst was vermissen, nämlich eingeladen zu sein. Sie haben Hunger nach Ansehen, Anerkennung, Zuwendung. Sie bringen nichts mit, aber sie erleben, dass für sie alles bereit ist, dass alles getan ist, dass sie satt und froh werden können. Und was für ein Glück ist das? Alles andere als das Glück der Tüchtigen. Wer sein Geld in Aktien investiert, erlebt ja immer wieder, dass das mal hoch und ganz schnell auch wieder runter geht. Hier geht es um anderes Glück, um Lebenshunger, der gestillt wird. Und die Neinsager, die sind draußen. Die sind schon satt. Die brauchen nichts mehr. Aber das Gleichnis sagt, sie werden am Ende mit leeren Händen ausgehen. Und die Frage ist, zu welcher Gruppe zählen wir uns? Kommen wir zu Jesus, nehmen wir die Einladung zu diesem Fest an und nicht erst irgendwann, sondern hier und heute, jetzt und hier? Das Gleichnis führt eng und macht auch irgendwie so ein bisschen unangenehm, wie es ist. Es stellt die Rangfolge, die uns so vertraut ist, auf den Kopf, nämlich, dass wer viel leistet, auch viel geachtet ist. Jesus fragt, wie entscheidest du dich? Willst du kommen? Willst du mitfeiern? Oder hast du anderes im Kopf und Sinn? Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte, die mir zu diesem Gleichnis eingefallen ist, von einem, der sich regelmäßig Zeit genommen hat. Dem Pfarrer einer Gemeinde in Kenia fiel ein alter, ärmlich würgender Mann auf, der jeden Mittag um 12 Uhr die Kirche betrat und sie schon nach kurzer Zeit wieder verließ. Eines Tages wartete der Pastor auf den Mann und fragte ihn, was er denn in der Kirche täte. Und der Alte antwortete, ich gehe hinein, um zu beten. Auf die verwunderte Feststellung, aber du bist niemals lange genug in der Kirche, um wirklich beten zu können, erklärte der alte Mann. Ich kann kein langes Gebet sprechen, aber ich komme jeden Tag um 12 Uhr vorbei und sage, Jesus, hier ist Jim. Und dann warte ich eine Minute und er hört mich. Nach einiger Zeit kam der alte Jim mit einer Verletzung seines Beines in das Krankenhaus. Und die Schwestern stellten fest, dass er auf alle anderen Patienten einen heilsamen Einfluss hatte. Die Nörgler wurden zufriedener, die Ängstlichen gewannen neue Zuversicht, die Traurigen wurden fröhlicher. Und es wurde viel gelacht in Jims Zimmer.
Jim, sagte die Stationsschwester eines Tages zu ihm, die anderen Männer sagen, dass du diese Veränderung herbeigeführt hast in diesem Zimmer. Du bist immer so glücklich. Ja, Schwester, ich kann nichts dafür, dass ich immer so fröhlich bin. Das kommt durch meinen Besucher. Die Schwester hatte bei Jim noch nie einen Besucher gesehen, denn er hatte keine Verwandten und auch keine näheren Freunde. Dein Besucher? Fragte sie. Wann kommt er denn? Jeden Tag um 12 Uhr mittags, antwortete Jim. Er kommt herein, steht für eine Minute am Fußende meines Bettes und sagt, Jim, hier ist Jesus. Liebe Gemeinde, mein Vorschlag ist, immer mal vorbeikommen, in die Kirche kommen. Morgens ist immer jemand im Pfarramt, da kann man übers Pfarramt hier in die Kirche reinkommen, zum Altar, dem Ort des Festmahls. Und ganz offensichtlich braucht es dafür nicht viel Zeit. Ich stelle mir vor, wie der Jesus am Fußende des alten Jims am Bett steht, eine Minute lang, und sie so die Hand an dem Holmen des Krankenbettes hat, eine Minute lang und dann wieder geht. Wie wäre es, wenn wir, wenn Sie, wenn ich, immer mal wieder hierher in die Kirche kämen, eine Minute lang die Hand auf den Altar legen und sagen, Gott, Jesus, hier bin ich. Und dann wieder gehen. Damit will ich heute schließen. Wir singen das Lied Nummer 2, das diese Geschichte aufgreift. Aus den Dörfern und Städten.
beten wir miteinander und füreinander. Und dazu bitte ich Sie, sich zu erheben. Lieber Gott, du hast uns eingeladen. Herzlichen Dank für diese Einladung. Und herzlichen Dank, dass du diese Einladung auch immer noch und immer wieder aussprichst. Und dass du dir nicht zu schade bist, das immer wieder zu tun und auch hinauszugehen zu Menschen, die niemals gedacht hätten, dass das auch ihnen gilt. Jesus, und du hast eingeladen und du bist da, wenn wir kommen. Und es tut gut, innezuhalten, auf dich zu hören, die Arbeit ruhen zu lassen. Gott, danke, dass wir bei dir sein dürfen. Unserem Dank, unseren Hoffnungen, unseren Sorgen gibst du Raum und nimmst sie auf bei dir. Gott, und du wartest auf die Nahen, auf die Fernen, auf die besseren Leute und auf die armen Tröpfe. Und du lockst uns von unseren Sorgen weg, zeigst uns dein liebevolles Gesicht und lässt uns spüren, wie wir bei dir geborgen sein können. Gott, wir bitten dich, lass uns deine Einladung zum Fest des Lebens täglich, also nicht nur heute am Sonntag, sondern auch im Alltag vernehmen. Und lass uns auch spüren, dass es ein Fest ist und dass nicht immer alles nur schwer ist und immer schwieriger wird. Hilf uns, dass wir uns im täglichen Wirrwarr nicht verzetteln, sondern dass wir trotz Jubel oder vieler Sorgen, dass wir das Wesentliche, dass wir dich im Auge behalten und unsere Hoffnungen, Visionen nicht nur auf die Ewigkeit richten, sondern auf hier und jetzt, dass deine Liebe unter uns wächst, dass du in uns groß wirst. Jesus, und es gibt manche Sorgen, vielleicht sogar viele Sorgen. In der Stille wollen wir sie dir jetzt vor die Füße legen und dich bitten, dass du dich ihrer annimmst. Jesus, es tut so gut, immer wieder neu zu schmecken und zu sehen, wie freundlich du bist und auch zu hören, dass du sagst, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Danke, Jesus, dass du auch mit uns gehst und dass du uns gelehrt hast, wie wir beten sollen, wenn wir nicht wissen, welche Worte jetzt die richtigen sind. Und das wollen wir jetzt tun und beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte alle wieder Platz zu nehmen. Ein herzliches Dankeschön, Suse, Hanna und unsere Kirchendiener, für das Vorbereiten und für das Feiern von diesem Gottesdienst. Den nächsten Gottesdienst feiern wir am Sonntag, den 25.06. um 10.30 Uhr als Tauferinnerungsgottesdienst mit Preisen und Speisen. Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir alle herzlich zum gemeinsamen Mittagessen ein. Heute, wie schon angekündigt, im Anschluss an diesen Gottesdienst, laden wir herzlich zu unserer Gemeindeversammlung in den Gemeindesaal ein. Vielen Dank für die Kollekte vom vergangenen Gottesdienst in Höhe von 196,10 Euro.
Das Opfer nach dem heutigen Gottesdienst ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Gott segne die Gebenden und die Gaben. Herzliche Einladung zum ökumenischen Gottesdienst Friedensfeier mit Agape heute Abend um 18.30 Uhr mit Pfarrerin Suse Best und Pfarrer Christian Hess in der katholischen Kirche in Gottenheim. Ein Gottesdienst mit Tai-Tse-Liedern zum Mitsingen, unterstützt vom großen Projektchor, Orchester und Solisten unter der musikalischen Leitung von Manuel Klingenmeier. Herzliche Einladung zu unserem Seniorennachmittag am Dienstag, den 20. Juni ab 14.30 Uhr in den Gemeindesaal. Wir freuen uns auf ein schönes, gemütliches Beisammensein. Der Bibelspruch für die kommende Woche steht in Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So wie wir gerade Gott gebeten haben, bleibe bei uns, Herr, bitte ich jetzt Sie, bleiben Sie da. Kirchengemeinde ist längst nicht nur Kirchengemeinderat und schon gar nicht nur Pfarrerin. Es ist ganz wichtig,
dass wir miteinander einstehen in dieser Welt für unseren Glauben, für unseren Gott. Und mein Vorschlag ist, wir bleiben hier in der Kirche. Und wie ich gehört habe, gibt es sogar ein fahrendes Kirchcafé, was hier reinrollt. Und dann kann man hier eine Tasse Kaffee in die Hand nehmen, hat schon was Gutes zu trinken. Ich fürchte, Sie wollen vielleicht doch gehen und es ist auch okay. Sie können auch gerne noch ein Foto machen, bevor Sie gehen. Feiern Sie schön. Ich glaube, wir müssen Feste feiern, Feste des Glaubens. Tauffeste können ruhig noch viel häufiger sein. Also ich meine, dafür kann man natürlich nicht immer was und nicht immer was dafür und dagegen. Aber man kann sich unter den Segen Gottes stellen, immer und überall. Und das, dazu möchte ich jetzt einladen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden.